Einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtwald und ich darf Sie sehr herzlich zum heutigen Hypos Kapitalmarktdialog begrüßen. Konjunktur, Märkte, Portfolio, das soll auch heute wieder unser Thema sein. Und das Ziel ist Ihnen, in den nächsten Minuten einen Überblick über die aus unserer Perspektive wichtigsten Themen zu geben und welche Rückschlüsse wir dafür auf die aktuelle Positionierung von Portfolios ziehen würden. Wir werden im Nachgang die Möglichkeit erhalten, die Konserve als Download-Link zu beziehen. Selbstverständlich können Sie auch wieder Fragen am Ende der Konferenz stellen, sodass wir wirklich auch auf alle Punkte eingehen können, die für Sie von Interesse sind. Wir schauen uns zunächst die Entwicklung ausgewählter Vermögensklassen an. Natürlich die historische Perspektive und die Interpretation der Gründe für die Entwicklung immer ein sehr guter Ausgangspunkt, um über die zukünftige Positionierung zu sprechen. Und wir sehen ja zunächst verschiedene Vermögensklassen. Der blaue Balken gibt Ihnen die Entwicklung im letzten Monat an, der graue Balken die Entwicklung seit Jahresbeginn. Und Sie können schon sehen, dass wir durchaus sehr erfreuliche Entwicklungen an den globalen Kapitalmärkten sehen dürfen. Der globale Aktienmarkt im US-Dollar gerechnet mit knapp 17% Aufschlag. Das ist natürlich Balsam, natürlich auch auf die Seelen der Investoren, nachdem wir ja im Q4 2018 sehr schlechte Ergebnisse gesehen haben. Auch die aufstrebenden Schwellenländer, die sogenannten Emerging Markets mit rund 10% entsprechend im Plus. Und auch das durchaus mit Sicherheit für viele eine Überraschung. Gold, respektive eben auch Rohstoffe mit einer relativ starken Entwicklung bei den Rohstoffen, zumindest dann, wenn man die Entwicklung seit Jahresbeginn betrachtet. Auch Anleihen, das muss man sagen, immer wieder überraschend starke Performances. Wenn man auf die Einstandsrenditen schaut, der bekannten Indizes, dann hätte man für Anleihen vielleicht eine Rendite erwartet im Gesamtjahr von vielleicht 1,5%, vielleicht 1,7%. Und Sie sehen es jetzt auch schon hier, seit Jahresbeginn schon wieder knapp 6,64%. Auf die Gründe und Hintergründe werde ich nochmal eingehen, aber man sieht schon, Anleihen haben wir deutlich mehr abgeliefert als das, was man ihnen mal wieder zugetraut hätte. Auch in der Eurozone Anleihen gemessen am Index auf der aggregierten Ebene knapp 5% im Plus. Das alles in einem Umfeld, wo wir für Banken einen negativen Einlagenzins von 0,4% haben, wo vermögende Privatanleger respektive auch Firmenkunden ab gewissen Volumen Strafzinsen zahlen. Also das ist doch ein sehr respektabler Wert und Euro-Dollar relativ unspektakulär in der Entwicklung. Wenn wir das Ganze noch etwas im Zeitablauf betrachten, eben auf Sicht von 12 Monaten, noch einmal grafisch visualisiert, dann sehen wir es hier sehr schön dargestellt, auch das nochmal deutlich zu machen, eben diese Einbrüche hier im vierten Quartal 2018, die ja viele verschiedene Vermögensklassen getroffen haben, dort wirklich die Spreads von Unternehmensanleihen, die sind auseinandergegangen, an den Aktienmärkten ging es rückwärts, insgesamt die Liquidität relativ niedrig, deutlich niedriger, als man das normalerweise erwartet, auch für diese saisonal schwache Phase dann irgendwann ab Mitte Dezember. Also das hat insbesondere in den Jahresberichten, in den Jahresdepotauszügen, die ja typischerweise zum 31.12. jedes Jahres erstellt werden, doch relativ Spuren hinterlassen. Seitdem eine sehr, sehr starke Erholung und Sie können schon hier sehen, die sich am besten entwickelnde Vermögensklasse war hier letztendlich auch Gold. Wir sehen es auf Basis von 12 Monaten, dann entsprechend auch der Aufschlag hier nochmal dargestellt. Wir sehen aber auch Aktien in den USA haben sich hier gut entwickelt, auch die Anleihenmärkte. Also alles in allem für den betrachteten Zeitraum, jetzt wirklich mal die 12 Monate, sehen wir von den großen Vermögensklassen lediglich noch den Aktienindex für die Schwellenländer im Minus, alle anderen Vermögensklassen eben oberhalb der Nulllinie, also dementsprechend ein doch recht erfreuliches Ergebnis. Wenn man das Ganze aber mal tiefer betrachtet, dann hat das natürlich auch bei den typischen Vermögensverwaltungsstrategien entsprechend seinen Niederschlag gefunden. Sie wissen, wir zeigen hier 5 Strategien verschiedener Manager. Das sind immer ausgewogene Mandate, also das, was man typischerweise als Balance bezeichnet. Hier entsprechende Freiheiten auch für die Manager sich zu positionieren. Und ich habe Ihnen das ja auch im letzten Kapitalmarktdialog schon mal erläutert, dass Sie sehen ja schon einen relativ starken Gleichlauf und es geht jetzt nicht darum, dass jetzt Strategie 4 jetzt im betrachteten Zeitraum von 5 Jahren jetzt besser war als Strategie 5, sondern was Sie hier sehr, sehr deutlich sehen, dass vor allem die Bewegungen im Wesentlichen in die gleiche Richtung gehen, also sprich, dass wir entweder beobachten können, dass die Strategien alle gemeinsam nach oben gehen oder sie gehen alle gemeinsam nach unten. Ende 2018, da ging es entsprechend hier wieder gemeinsam nach unten, um jetzt hier parallel nach oben zu laufen. Das, glaube ich, ein
ganz wichtiger Aspekt, den Sie wahrscheinlich auch in Ihrem Portfolio entsprechend beobachten, auf den ich Sie hinweisen möchte, dass natürlich der Grad der Risikostreuung im aktuellen Umfeld momentan relativ niedrig ist und dass dementsprechend Diversifikation ein großer Punkt darstellt, den Sie beachten müssen. Dementsprechend, was kann man sagen, auch im aktuellen Kalenderjahr, übermäßige Kassenhaltung jetzt nicht nachteilig ausgewirkt, weil wenn nahezu alle Vermögensklassen sich im laufenden Kalenderjahr im Plus befinden, dann ist natürlich jedes Prozent Vermögen, was Sie eigentlich in der Kapitalanlage halten könnten, wirkt sich natürlich in der relativen Betrachtung nachhaltig negativ aus, weil alles andere ist ja gestiegen, nur die Kasse eben nicht. Wir sehen insbesondere auch im Anleihenbereich, dass viele Investoren aufgrund der ohnehin niedrigen Einstandsrenditen sehr defensiver, man hat relativ wenig Zinsänderungsrisiko auch gefahren, also typischerweise relativ kurze Restlaufzeiten, und das hat sich natürlich in einem Umfeld, wo die Renditen stark zurückgekommen sind, als schädlich für die relative Performance entsprechend dargestellt. Das gilt nicht nur für institutionelle Anleger oder auch Fondsmanager und Vermögenshalter, sondern natürlich auch für private Anleger, die in vielen Fällen zu viel Kasse halten und dann, obwohl sie vielleicht auch den Risikohorizont hätten, zu wenig Restlaufzeit in den Anleiheportfolios hier entsprechend abgebildet haben. Und dann, wie gesagt, das große Thema echte Diversifikation, das bleibt die große Herausforderung. Wir hatten das Thema, dass Ende 2018 nahezu alles gemeinsam gefallen ist. Aber das haben viele Anleger auch schon wieder vergessen, da jetzt auch alles gemeinsam gestiegen ist. Und ich glaube auch, die aktuelle Erholung und insbesondere vor dem Hintergrund der Kommunikation der beiden großen Notenbanken, namentlich der Europäischen Zentralbank und auch der US Fed, vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt, die positive Stimmung, die wir momentan sehen, die zurücklaufende Risikoaversion zu nutzen, um sich jetzt wirklich mal mit dem Thema Diversifikation zu beschäftigen, weil wir werden mit Sicherheit auch mal Kapitalmarktphasen bekommen, bei denen wir Einbrüche sehen, die nicht innerhalb der nächsten 3 bis 4 Monate wieder kompensiert werden. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Der Fokus im diesmaligen Kapitalmarktdialog, der muss natürlich auf der Geldpolitik lesen. Sie alle haben das bereits in den Medien entsprechend vernommen, dass sich hier die Notenbanken positioniert haben. Ich habe Ihnen dennoch mal eine Rede vom EZB-Präsident Mario Draghi bzw. einen Auszug dieser Rede mitgebracht. Und die müssen wir jetzt natürlich nicht im Detail hier durchgehen, aber das wesentliche Thema ist natürlich, dass die Notenbank hier sehr, sehr stark auf die zugrunde liegenden Inflationsdynamiken schaut. Dementsprechend der Blick auf die aktuelle Inflationsrate, der ist hier natürlich nicht ausreichend, sondern wir werden es ja auch regelmäßig zeigen, der Blick auf die Kerninflationsrate, bei der volatile Treiber wie beispielsweise Energiepreise nicht betrachtet werden, aber auch vor allem die langfristigen Inflationserwartungen, die aus Marktpreisen abgeleitet werden, die sind ein wichtiger Aspekt, auf die man entsprechend hier natürlich schauen muss, auf die Notenbank hier entsprechend natürlich auch genauer blickt. Dementsprechend auch die Notenbank, die schaut natürlich auf die Probleme, die bekannt sind. Es wird hingewiesen auf die größeren Probleme oder die Gefahren, die sich aus dem Thema Protektionismus ergeben können. Wir haben teilweise die Verwundbarkeit von Emerging Markets auch zum Teil, die auch immer noch enthalten sind. Aber natürlich auch die Handelskonflikte, die letztendlich natürlich exportorientierte Geschäftsmodelle schädigen können, die Unsicherheit auch innerhalb der Unternehmen hier letztendlich natürlich erhöhen. Die wirken sich natürlich negativ aus, insbesondere natürlich im Bereich der Herstellung von entsprechenden Waren oder auch natürlich dem Orderprozessen von langfristigen Investitionsgütern. Dort sind natürlich die aktuellen politischen Diskussionsthemen, die alle ausreichend bekannt sind, natürlich ein Faktor. Daher natürlich richtig, dass die Notenbank darauf eingeht. Und dementsprechend, ich glaube, dass auch die Kernbasis, man sagt ja selbst, ne, sagen wir hier keine Verbesserung sehen und insgesamt auch keine nachhaltigen Rückkehr der Inflation, und die ist momentan aus den langfristigen Inflationserwartungen nicht herauszulesen, sagt man eben ganz klar, additional stimulus will be required, also auf gut Deutsch gesprochen, wenn man das mal übersetzen möchte, dann kann man sich wohl durchaus vorstellen, dass wir auch im Euroraum bei einer nachhaltigen Schwächung der Konjunktur, egal aus welchen Gründen, sei es einfach ein normaler Abschwung, wie er auch natürlich ganz normal ist im langfristigen Kontext, ob es geopolitische Konflikte sind, ob es das Thema Brexit ist, was noch für Verunsicherung sorgt. Aber es gibt durchaus Treiber, die im Zusammenspiel dafür sorgen können, dass wir auf der einen Seite sehen, dass die Einlagezinsen, die momentan ja nur für die Banken negativ sind, insgesamt auch auf der Leitzinsebene negativ werden. Das klingt für viele momentan unglaublich, aber in der Schweiz sehen wir das ja ohnehin auch schon längere Zeit. Also es gibt eben auch
etablierte Volkswirtschaften und Industrienationen, die dieses Instrument schon einsetzen. Und auf der anderen Seite auch entsprechende Stimulierung bedeutet natürlich auch, dass man gegebenenfalls weiterhin den Ankauf von entsprechenden Anleihen sehen wird. Und wenn man nach Japan blickt, vielleicht nicht nur Anleihen, sondern vielleicht auch irgendwann mal ETFs, sprich hier wirkliche Indexfonds, die verschiedene Vermögensklassen abbilden, wie beispielsweise Aktien. Also das mit Sicherheit das große Thema, was wir hier momentan haben, die Kernfrage, die man sich momentan stellt. Sehen die Notenbanken momentan schon mehr Gefahren als der Markt? Oder ist es so, dass vielleicht die Notenbanken hier zu taghaft sind, weil auch die zugrunde liegenden volkswirtschaftlichen Daten in den USA eigentlich nicht so schlecht sind, dass man von Zinssenkungen bereits sprechen müsste? Diese Zinssenkung, die wird momentan bereits erwartet, aber hier könnte es auch sein, dass der Markt zu optimistisch ist, was Zinssenkungen betrifft, weil, wie gesagt, aus den harten konjunkturellen Daten momentan das noch nicht wirklich rauszulesen. Aber wenn wir in Deutschland bleiben, dann leben wir wirklich in historischen Zeiten. Was wir hier sehen, ist die Rendite von Bundesanleihen, also konkret der Staatsverschuldung von Deutschland, die über kapitalmarktfähige Anleihen am Markt platziert wird, beziehungsweise sich in Portfolios von privaten und institutionellen Anlegern befindet. Und Sie sehen schon die Renditen von 10-jährigen Papieren minus 0,286%. Also, wenn Sie so möchten, die Haus- und Hof-Referenzanlage im Finanzsystem in Deutschland, die ist negativ verzinsbereit. Und auch die 30-jährigen Anleihen rentieren nur mit 0,3%, also wirklich ein historisch niedriges Niveau. Sie sehen, von welchen Leveln wir hier kommen. Also das ist wirklich in der Dimension einmalig und dementsprechend diese niedrigen deutschen Renditen, die ziehen natürlich auch die anderen Staatsanleihenrenditen mit runter. Die ziehen natürlich auch die Rendite von Unternehmensanleihen mit herunter. Und das alles führt natürlich zu dem Anlagenotstand, wie er sich momentan entsprechend am Kapitalmarkt darstellt. Also wirklich historisch einmalige Zeiten. Und aus meiner Perspektive, aus unserer Perspektive, haben wir zwei Ebenen des Fazits. Einmal für die Finanzplanung, einmal auch für den Anleihenmarkt. Ich will hier mit der Finanzplanung beginnen. Also ganz wichtig, die Differenzierung zwischen Rücklage und Kapitalanlage, die ist unheimlich wichtig. Sie sehen das, wir haben auf absehbare Zeit keine realistische Erwartung auf steigende Zinsen. Zinsen werden wahrscheinlich erst steigen, wenn die Inflation steigt, dann ist natürlich aus der Sparerperspektive nichts gewonnen. Weil wenn Sie 1% mehr Zinsen bekommen, aber auch die Inflationsrate 1% höher ist, dann hat sich der Realzins nicht verändert. Dementsprechend die Rücklagen, die gehören aufs Konto, da gibt es nichts zu optimieren. Die Kapitalanlage sollte in Abhängigkeit der Fristen und auch der persönlichen Risikotragfähigkeit entsprechend am Kapitalmarkt allokiert werden. Die Ruhestandsplanung, auch das ist klar, die ist typischerweise zinsbasiert in Deutschland und ohne Zinsen, wie eben dargestellt, wird es eben sehr, sehr schwierig, die entsprechenden Ruhestandsziele zu erreichen. Das trifft natürlich die Versicherungswirtschaft, genau wie die freiberuflichen Versorgungswerke, aber natürlich auch private Versicherungsverträge. Also hier muss aus der persönlichen Perspektive ein Abgleich stattfinden zwischen der Erwartung, die man mal hatte und dem, was nun aufgrund des Zinsumfeldes realistisch ist. Und finanzielle Entscheidungen aufzuschieben, ist mit Sicherheit keine Lösung. Also da der Appell nochmal an Sie, gehen Sie die Finanzplanung zeitnah an. Und nur weil Sie Verständnis gewinnen, heißt nicht, dass Sie sofort alles umsetzen müssen, sondern hier geht es darum, einmal Verständnis generieren und dann auf Basis einer sinnvollen und strukturierten Planung in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten oder vielleicht auch über die nächsten 18 Monate entsprechend eine strategische Vermögensstruktur so aufzusetzen, dass sie eben dem Umfeld der entsprechend niedrigen Zinsen hier Rechnung trägt. Wenn wir etwas auf die Portfolioebene schauen, eben konkret auf die Anleihen, dann sehen wir, dass wir zwar rechnerisch plausible Renditen sehen, aber trotzdem unglaublich, gerade wenn Sie die langlaufenden Staatsanleihen betrachten, langlaufende Staatsanleihen von Deutschland, 30-jährige Papiere auf Sicht von 12 Monaten, knapp 30% Kursgewinn, also wirklich extrem hohe Werte. Dennoch, obwohl man jetzt skeptisch sein kann aufgrund dieser sehr, sehr hohen Renditen, dann sehen die Momentum-Modelle eigentlich immer noch so aus, dass sie nach wie vor für den Rentenmarkt sprechen, so unglaublich das auch sein mag. Also die große Herausforderung ist, momentan lässt man die Restlaufzeiten im Portfolio auf dem aktuellen Niveau oder reduziert man diese aktuell etwas in die Preissteigerung hinein? Ich glaube, das ist eine Frage, die nur im persönlichen Kontext zu beantworten ist. Wer noch auf der Kasse sitzt, also auf dem Konto, für den stellt sich natürlich die Frage, wann und wie baue ich Positionen im Rentenmarkt auf? Auch das ist natürlich eine wichtige Frage. Und mit Blick auf die Einschätzung der zukünftigen Handlungen der Europäischen Zentralbank bzw. der Notenbank insgesamt, empfehlen wir den Blick auf die Inflationserwartungen. Die zeigen wir ja auch nahezu jeden Monat. Und im
Kontext der Finanzplanung mit der Portfoliokonstruktion, was momentan relativ günstig zu erwerben ist, ist Inflationsschutz, also sprich die Inflationsschutzkomponente, die in inflationsgebundenen Anleihen enthalten ist, die ist momentan relativ günstig. Hier muss man allerdings darauf achten, dass wenn Sie heute ETFs kaufen oder Fonds, die das Thema inflationsgebundene Anleihen abbilden, dann haben die meisten eine relativ hohe Restlaufzeit und dementsprechend muss man hier wieder eine Abwägung treffen zwischen der Restlaufzeit, zwischen der Duration, die man im Portfolio-Kontext haben möchte und dem Kauf von Inflationsschutz, der aus meiner Perspektive momentan durchaus überlegenswert ist, da das Thema Inflation momentan relativ günstig gepreist ist. Was das Thema Umsetzung mit Anlagestrategien betrifft, so glauben wir, dass wir momentan im Rentenmarkt, zumindest in den meisten Segmenten des Rentenmarktes, mit aktiven Ansätzen, mit wenigen ausgewählten aktiven Ansätzen, eher einen größeren Mehrwert generieren kann als am Aktienmarkt. Am Aktienmarkt, wir sehen das schon, relativ hoher Gleichlauf, auch in den verschiedenen Branchen, in den Sektoren. Man sieht, dass die Indizes sich hier relativ gut entwickeln. Also hier die marktkapitalisierungsgewichtete Methode, wie sie auf Indexfonds zugrunde liegt, durchaus vernünftig. Wenn man das noch etwas ergänzt mit Faktorensätzen aus dem Bereich geringere Volatilität bzw. Qualität, hat man durchaus die Möglichkeit, mit wenigen Instrumenten hier ein sehr robustes Aktienportfolio zusammenzubauen und im Anleihebereich eher gegensätzlich da würden wir momentan weniger in der Relation auf passive Strategien setzen, sondern eher auch aktive Manager allokieren, die sich hier bewusster positionieren. Insgesamt am Rentenmarkt, das gilt insbesondere für institutionelle Anleger und auch Versorgungswerke, wird aber natürlich auch zumindest bei dem Private Wealth bzw. im Private Banking Klientel zunehmend eine große Rolle spielen, also Private Market Strategien, ähnlich dem, was wir im Aktienbereich sehen, wo man versucht, das Konjunkturrisiko und die allgemeinen unternehmerischen Risiken nicht mehr nur über börsennotierte Vermögenswerte abzugreifen, wie beispielsweise Aktien, sondern eben auch über illiquide Strukturen, was im Aktienmarkt eben dann die Äquivalenz wäre im Bereich Private Equity, das ist eben im Bereich der Anleihen, eben dann beispielsweise Private Debt oder Infrastruktur, Kredite und ähnliches. Die werden mit Sicherheit weiter an Bedeutung gewinnen, das ist aber auch eine gewisse Expertise und auch eine gewisse Kenntnis der Manager bzw. auch der Sorgfalt bei der Produktauswahl nötig, aber ich glaube, insgesamt wird man auch im Anleihebereich sehen, dass das, was wir momentan im Aktienbereich sehen, also sprich Private Equity als Beimischung auch in privaten Mandaten, wird man zukünftig auch eben entsprechend hier auf der Anleiheseite entsprechend sehen. Wenn wir uns die Konjunktur betrachten, dann sehen wir die Einkaufsmanager-Indizes und da ist ganz interessant, ich möchte den Blick insbesondere auf die dunkelblaue Linie lenken, nämlich eben die USA. Und da sehen Sie, dass die Einkaufsmanager-Indizes von einem sehr guten Niveau noch vor wenigen Monaten relativ stark zurückgekommen sind in den jüngsten Werten. Das ist natürlich durchaus ein wichtiger Aspekt, auf den man schauen muss. Sie sehen die Tendenz nicht nur einen Monat, sondern wirklich jetzt über Monate hinweg hat sich das dann nachhaltig abgeschwächt. Die Gründe sind momentan noch Spekulation, aber das ist ein Aspekt, den man aus der Konjunkturperspektive und der Vielzahl an Indikatoren momentan auf dem Schirm haben muss. Und das gilt auch, wenn wir nach Deutschland schauen, der IFO-Geschäftsklima-Index ja als ein wesentlicher Indikator, der häufig für die Stimmung in der deutschen Wirtschaft herangezogen wird. Auch das sehen Sie hier, die Daten kamen jetzt sehr frisch hinein. Da sehen Sie schon die aktuelle Lage in Rot dargestellt. Die kam massiv zurück von einem historisch einmalig positiven Niveau, hat sich jetzt so ein bisschen stabilisiert, aber wir sehen schon hier die Erwartungen, da sehen wir eher wieder ein leichtes Abknicken nach unten und dementsprechend, wenn man das beides zusammenführt, dann ist das natürlich nicht wirklich positiv und das sehen Sie auch hier bei der Betrachtung der einzelnen Monate hier für die vergangenen 3 Monate, da sehen Sie schon, in welche Richtung der Trend sich richtet. Aber auch klar, das ist ein Aspekt, der uns klar sein muss, Deutschland als Exportnation. Wir sind natürlich sehr, sehr stark betroffen von den Themen, die momentan insgesamt auf globaler Ebene auf die Stimmung drücken. Wenn wir von den einzelnen Konjunkturindikatoren weggehen, dann ist aus unserer Perspektive das Thema Verunsicherung einer der wesentlichen Treiber, nicht nur für die Konjunktur, weil die Umfragen, die Sie eben gesehen haben, sei es bei den Einkaufsmanager-Indizes, sei es bei IFO-Geschäftsklima-Indizes oder auch bei anderen Umfragen, die wirken sich natürlich direkt aus. Dementsprechend der Blick auf den Unsicherheitsindex, den man hier nach Kaufkraft oder nach Wirtschaftsleistung gewichtet hat. Und da sehen Sie diesen massiven Anstieg nach der Wahl von Donald Trump, entsprechend auch nach dem Brexit-Thema. Dann hat man gemerkt, okay, beim Brexit passiert erstmal nichts und Donald Trump zeigt sich relativ
wirtschafts- und konjunkturfreundlich. Dann sehen Sie, dann kam das massiv zurück. Das war auch die Phase, als wir dann gesehen haben, dass die Zinsen in den USA steigen, dass wir sehr, sehr positive Daten beim IFO-Geschäftsklima-Index haben. Und jetzt sehen Sie eben hier diesen massiven Anstieg der Verunsicherung. Und das hier momentan das aktuelle Niveau, was, glaube ich, auch ganz gut erklärt, warum auch die Notenbanken in ihrer Kommunikation wieder auf diesen Aspekt verweisen. Also, das ist das große Thema. Und wenn man das mal zusammenfasst gleich, die Marktstimmung und die konjunkturellen Daten, dann habe ich Ihnen gleich noch eine Fazitfolie mitgebracht. Aber hier sehen Sie einen schönen Indikator von der Citigroup. Hier fasst man verschiedene Marktdaten, also wirklich kurzfristige Marktdaten und der marktbasierte Indikatoren zusammen, um die Risikoaversion zu messen. Und Sie sehen, die Risikoaversion ist relativ stark angestiegen, kam jetzt jüngst wieder zurück. Das kann man fast ein bisschen als Kontraindikator sehen. Und es passt natürlich auch sehr, sehr gut zu der Entwicklung, die wir gesehen haben. Wir haben gesehen, dass Anleihen sich sehr, sehr stark entwickelt haben. Wir haben gesehen, dass die Volatilitäten, die Volatilitätserwartungen zurückgekommen sind. Wir haben natürlich sehr positive Kursbewegungen gesehen an beinahe zu allen verfügbaren Vermögensklassen. Und das drückt sich eben in diesem Indikator aus. Und wenn wir das mal zusammenfassen, die gezeigten Komponenten, dann muss man ganz nachhaltig festhalten, dass man kurzfristig keine globale Rezession aus den verfügbaren Daten herauslesen kann. Aber auch das war 2007 ähnlich. Also sprich, der Glaube, dass Sie aus Konjunkturdaten oder vielleicht aus Schlagzeilen, die Sie in den Medien lesen oder in der Tagesschau hören, dass Sie da vernünftige Indikatoren bekommen, um Ihr Portfolio so auszurichten, dass Sie eine drohende Rezession sehr, sehr frühzeitig erkennen oder mit einer guten Timing-Komponente. Ich glaube, das ist illusorisch. Wir haben momentan vor allem eine Vielzahl an Themen, die sind natürlich bekannt. Handelsstreit, Brexit, Iran-Konflikt und Co. sind also nicht kalkulierbar und die erklären natürlich auch, warum die Aktienmärkte, insbesondere natürlich in den Schwellenländern, aber auch in Europa, immer noch unter ihren Allzeithochs entsprechend liegen. Wir haben eben nicht diese wenigen Technologie-Player, die unheimlich viel Gewinne erzielen und dementsprechend die Märkte insgesamt nach oben ziehen. Das hat eben die Märkte in den USA, haben eben diese Player und deswegen läuft die USA auf der Aktienmarktseite auch durchaus besser als der Rest der Welt. Deutschland als Exportnation besonders anfällig, das Thema Wohlstandsphase wird häufiger zitiert in der jüngeren Vergangenheit. Ich glaube, auch das ist ein Thema, wenn Sie sich anschauen, die Punkte, die wir diskutieren, auch in Deutschland auf der politischen Ebene, auch bei verschiedenen gesellschaftspolitischen Diskussionen, die zeigen schon sehr klar, dass wir in Deutschland lange keine Krise hatten, dass wir von vielem verschont wurden, was in der Europeripherie große Themen sind, das Thema Jugendarbeitslosigkeit, das Thema Perspektivlosigkeit, ein Land wie Italien, was vom Leistungsniveau gemessen an der Wirtschaftsleistung auf einem Niveau steht von vor rund 20 Jahren. Also in Deutschland sind wir sehr, sehr verwöhnt, dementsprechend auch die Themen, die wir hier diskutieren, die zeigen das schon an und das wird auch nochmal sehr spannend sein zu beobachten, inwieweit wir hier wirklich fiskalpolitische Impulse sehen. Sie wissen, Deutschland wird ja auch durchaus von verschiedenen Marktteilnehmern und auch dem Internationalen Währungsfonds aufgefordert, auch endlich mal fiskalpolitische Impulse hier vorzunehmen, aber hier bekommen wir die PS nicht auf die Strecke. Es bleibt zu hoffen, dass die Politik sich hier besser und eindeutiger positioniert, wenn wir mal eine entsprechende Rezessionsgefahr haben oder vielleicht auch mal wirklich eine echte Rezession. Aber wenn wir das alles zusammenfassen, die sehr positiven Entwicklungen in diesem Kalenderjahr, die Kapitalmärkte haben vieles von dem her weggenommen oder vorweggenommen, was die Notenbanken jetzt geliefert haben, vielleicht etwas, insbesondere für die USA, etwas viel Optimismus, was Zinssenkungen betrifft. Das könnte natürlich den Markt treffen, wenn man da etwas zu viel Zinssenkungen in der Höhe erwartet. Also insgesamt aus unserer Perspektive spricht alles für eine etwas defensivere Positionierung. Ich habe sie noch mitgebracht. Wir haben bei uns im Modellportfolio ausgewogen, die Aktienquoten auf rund 40% zurückgefahren. Ich glaube, das ist ganz vernünftig im aktuellen Umfeld, weil wie gesagt, bis Ende März waren natürlich schon sehr starke Renditen zu generieren. Insgesamt glauben wir, dass Kreditrisiken im Blick gehalten, zu halten sind. Wir haben zwar eine Entschuldung im auf der privaten Haushaltsseite gesehen, auch die Stimmung der amerikanischen Konsumenten ist hier natürlich sehr positiv, aber auf der Unternehmensseite haben wir natürlich schon sehr, sehr hohe Kreditrisiken aufgebaut. Wir sehen das ganze Thema Private Debt, Private Equity, wo natürlich auch entsprechende kreditfinanzierten und Leverage-Themen mit drin sind. Auch das muss man mit im Blick halten. Die Unternehmen, insbesondere in den USA, nutzen natürlich oder haben
die niedrigen Zinsen genutzt, um sich zu verschulden und entsprechende eigene Aktien aufzukaufen. Das sind natürlich alles Themen, die die Kreditrisiken im Szenario eines Abschwungs erhöhen würden. Und die Frage ist natürlich, wie gut bekommt man die aktuell noch bezahlt. Also Fokus auf Qualität aus unserer Perspektive ein wichtiges Thema. Dementsprechend angesprochen das Thema Low Vol im Bereich Aktien bzw. auch Quality als ausgewählte Faktoren im Aktienbereich, aber auch nicht als einzige Faktoren, weil wenn Sie hier zu speziell investieren, haben Sie vielleicht auch ein Klumpenrisiko, also das eher als sinnvolle Ergänzung des breiten Marktportfolios und insgesamt eine breite Streuung und der Fokus auf liquiden Instrumenten, weil Sie können aus liquiden Instrumenten im Rahmen einer Krise jederzeit in illiquide Instrumente wechseln, haben Sie bei liquiden Instrumenten vielleicht einen Abschlag von 20%, bei illiquiden tendenziell vielleicht einen Abschlag von 30 oder 40%. Und dementsprechend das ist auch ein guter Zeitpunkt, um dann natürlich von liquiden Instrumenten in illiquide Instrumente zu rebalancen und jetzt nicht quasi schon die komplette Quote, die Sie im Rahmen der strategischen Asset Allocation hier berücksichtigen möchten, jetzt schon zu verschießen, vor dem Hintergrund der jüngsten Notenbank-Aussage. Grundsätzlich die beste Antwort auf die Risiken bleibt eine diversifizierte Depotstruktur mit klaren Regeln für das eigene Verhalten in Stressphasen, also großer Mehrwert hier entsprechend auf der Anlegerebene, die Anlageebene, sei es auf Ebene einer Vermögensverwaltung, sei es auf Ebene einer Produktebene wie Investmentfonds oder ähnlichem. Das muss nachgelagert sein. Also der wesentliche Treiber ist natürlich wirklich die Herleitung der Anlagestrategie und auch das etwas, was wir in unserem Angebot hier entsprechend berücksichtigen. Ja, meine Damen und Herren, das soll es auch schon von meinen Ausführungen gewesen sein. Dementsprechend würde ich die Aufzeichnung nun beenden, sodass Sie jetzt noch die Möglichkeit haben, hier entsprechend über die Fragefunktion entsprechend Fragen zu stellen. Sie wissen das Ganze ja auch entsprechend anonym möglich. Ich werde dann hier auf die Fragen eingehen. Ich freue mich jetzt auf eine interessante und kurzweilige Fragerunde. Allen anderen wünsche ich einen schönen Abend und darf Ihnen, wie gesagt, mitteilen, dass wir die Konserve im Laufe des morgigen Tages an alle angemeldeten Teilnehmer per E-Mail versenden. In diesem Sinne, Ihnen einen schönen Sommerabend. Machen Sie es gut. Bis bald. Auf Wiedersehen.